Die Ausstellung gibt ihr Einblick in die Biografien und Werke von Franziska zu Reventlow, Margarete Beutler und Emmy Hennings. Und zwar wichtig, auch durch die Gestaltung deutlich zu machen, dass die Kuratorinnen mit der Ausstellung zeigen wollten, nämlich, dass diese drei Frauen gegen gesellschaftliche Normen rebelliert und für Dinge gekämpft haben, die heute immer noch absolut relevant und aktuell sind. Sie haben zwar vor über 100 Jahren gelebt, aber sie sollten auf keinen Fall in der Ausstellung altbacken oder vergilbt wirken, denn ihre Ansichten waren höchst modern. Wir haben erstmal recherchiert, einerseits zur damaligen Zeit, also welche grafischen Stilmittel und Schriften typisch waren. Wir befinden uns zu der Zeit in München ja in der Epoche des Jugendstils. Zum anderen haben wir uns im Bereich der Protestgrafik umgesehen und uns angeschaut, wie Rebellion visuell deutlich werden kann. Für das Design haben wir uns gewisse Stilmittel aus dem Jugendstil und der Protestgrafik herausgepickt und kombiniert. Die drei Blüten in gesprayter Optik sind dafür ein gutes Beispiel. Graffiti trifft florales Motiv. Wichtig war uns, dass ein zeitgemäßer Look entsteht. Wir wollen die Themen ja durch die Gestaltung in die heutige Zeit transportieren. So haben wir uns auch für eine Headline-Schrift entschieden, die zwar vom Jugendstil inspiriert ist, aber erst 2019 entworfen wurde. Oder nehmen wir das Mintgrün, das spielt auf die Naturverbundenheit in der damaligen Zeit an. Wir haben es aber in einen knalligen Farbton von heute übersetzt. Auf Monogramme als Symbol für die bürgerliche Lebensart sind wir auch gestoßen. In unserem Fall ist das aber genau der Rahmen, in den die Protagonistinnen nicht so richtig reinpassen, auch nicht passen wollten. Wir haben Monogramme mit feinen Outlines gestaltet, die stehen hier für die gesellschaftlichen Beschränkungen, an die sich sowohl im Leben als auch im Layout nicht immer richtig gehalten wird. Bei einer Ausstellung muss man ja das Ganze auch in den Raum bringen. Das heißt, als nächstes ging es darum, Materialien auszuwählen. Als Trägerplatten konnten wir die Plexiglasplatten einer unserer ehemaligen Ausstellungen wiederverwenden. Das hatte sich auch die Mona Zensia so gewünscht. Und im Kontrast dazu haben wir uns entschieden, die Zitate auf raue Leinenstoffe zu drucken. Also ein natürliches Material, das auch schon vor 100 Jahren verwendet wurde. Und durch das Knittern und Einreißen haben wir auch hier das Thema Rebellion und Unangepasstheit nochmal reinbringen können. Wir haben verschiedene Erzählebenen festgelegt, die sich durch die ganze Ausstellung ziehen. Also Thementexte, die den ersten Überblick über die Kapitel geben, Zitate, in denen die Frauen selbst zu Wort kommen, große Fotos der Protagonistinnen, denen die Monogramme zugeordnet sind, und Randkolumnen, mit denen die Kapitel noch um wichtige Zeitgenössinnen ergänzt werden. An einzelnen Wänden gibt es noch eine weitere Ebene. Da geben Papiercollagen einen Einblick in die Welt der Bohème oder gespannte Seile machen die Vernetzung der verschiedenen Schauplätze deutlich. Und es gibt natürlich auch Vitrinen im Raum, die Exponate wie biografische Dokumente, Manuskripte oder Tagebücher zeigen. Es gab von Anfang an den Wunsch, das literarische Werk der Frauen für sich selbst sprechen zu lassen. So ist auch die Kooperation mit den Kammerspielen zustande gekommen und es sind drei tolle filmische Essays entstanden. Die kann man sich auf Medienstationen, die in der Ausstellung verteilt sind, ansehen und natürlich auch anhören. Außerdem kann man über QR-Codes, die ständig aktualisiert werden, auf zusätzliche digitale Inhalte und Vernetzungsaktionen zugreifen. Und für alle, die sich ein Stück von der Ausstellung mitnehmen möchten, haben wir Dispenser verteilt mit Textauszügen zum Mitnehmen. Die Layouts sind alle digital entstanden. Außerdem haben wir mit einem 3D-Modell gearbeitet, in dem wir die Raumverteilung geplant haben. Solche Hilfsmittel helfen natürlich allen Beteiligten, sich das Endergebnis besser vorstellen zu können. Klar, wenn es dann um die Produktion geht, kommt man im Digitalen irgendwann an Grenzen. Das fängt schon bei den Farben an. Ein und dieselbe Farbe sieht nämlich auf verschiedenen Materialien und aus verschiedenen Druckern nicht immer genau gleich aus. Da muss man gerne mal ein bisschen tüfteln, bis man das perfekte Druckergebnis bekommt.
Wir haben den Schreibtisch auch mal verlassen und selber Hand angelegt. Zum Beispiel haben wir die Stoffzitate von Hand gewaschen und geknittert oder auch die Dispenser selber gebaut. Dazu kommen natürlich Überlegungen und Tests zu Befestigungen und so weiter. Wenn am Ende alle in der Ausstellung begeistert über Franziska zu Reventlow, Margarete Beutler und Emmy Hennings sprechen und der ein oder andere Satz noch nachklingt, ich denke, dann haben wir alles richtig gemacht.